Hallo, ich war gerade bei Christian Liebrand bei dem Aktshooting und wie ihr seht, es ist dunkel. Es hat ziemlich lange gedauert, aber es war wunderschön. Was heißt ziemlich lange? Es hat 11 Stunden gedauert. Christian ist die ganze Zeit bei einem und man vergisst die Zeit. Ich habe auf mein Handy gar nicht geschaut, ich hatte keine Uhr an. Es war ein wunderschöner Tag. Es hat angefangen, dass ich wollte euch ein bisschen die Hürde nehmen, weil ich war so nervös. Ich habe mir vorher aber alle Videos angeschaut, die mir die Angst eigentlich schon genommen haben oder die nicht Angst, die Nervosität nehmen sollten. Ich hatte trotzdem schon geträumt, dass ich den Weg gar nicht hinfinde und ich war trotzdem so nervös. Ich weiß gar nicht, ob ich Hallo zum Christian gesagt habe, als er mir die Tür von innen aufgemacht hat, weil ich so nervös war. Und er war von Anfang an da und lieb, hat sich gekümmert, hat mir geholfen, die Sachen reinzutragen. Die Dame, die dann, er hat mich dann gleich zur Stylistin auch geführt und er war ganz ruhig, er war so cool, ruhig und so ganz gechillt. Und selbst da war ich aber noch nervös. Die Stylistin war so lieb, die hat ein Lächeln gehabt, sie war so hübsch und hat mich gleich auch abgeholt, hat gelacht, war total sympathisch, hat mich wunderschön geschminkt. Und Christian war die ganze Zeit da. Ich dachte mir, naja, okay, dann kann ich jetzt noch, ich war so nervös vor ihm, auch seine Persönlichkeit auch ein bisschen, der Christian. Und den sieht man ja überall. Überall. Und dann war er die ganze Zeit da gesessen, hat sich unterhalten. Ich so, aber erst dachte ich mir, was soll ich mir jetzt unterhalten mit ihm? Aber es ging automatisch, weil er, so ist ganz normal. So normal und auch so bodenständig, spontan und natürlich, ganz ein toller Mann und Fotograf. Also ich habe mich zu jeder Minute aufgehoben gefühlt bei ihm. Und dann, als das Styling fertig war, ja, dann hat er mir das Studio auch gezeigt. Das wunderschöne Studio, wunderschön, wirklich. Und genau, dann ging's, dann hatte ich auch mein eigenes schönes Badezimmer. Schöner und größer als daheim. Und dann ging's los. Dann war das erste Shooting auch noch mit Unterwäsche, also Unterwäsche einpacken. Schöne Unterwäsche, die auch im Liegen passt. Und dann ging's los. Erstes Mal mit Unterwäsche, dass man halt so reinkommt. Dann war oben weg. Und so ging es dann weiter. Und so war jedes, dann haben wir immer ein Set gemacht. Ich hatte am meisten Angst vor den anderen, dass ich mich selbst irgendwie präsentieren müsste, Posen machen müsste. Er gibt genaueste Anweisungen, wo der Daumen ist, wo man hinschauen muss, dass der Zeh nicht passt. Hohlkreuz, Schultern zurück. Er gibt genaueste Anweisungen. Man braucht sich gar keine Sorgen machen. Und so ging es weiter. Immer eine Posing-Session und dann eine Pause. Und auch in der Pause, dann sitzt er bei einem, isst was. Man isst dann selber auch was. Also es war ein ganz wunderschöner Lebenstag für mich. Ich möchte diesen Lebenstag in meinem Leben nicht missen. Ich werde noch lange zurückdenken. Die Fotos sind auch so wunderschön geworden. Hänge ich mir alle auf. Und auch was der Christian noch für Projekte nebenbei macht, das war mir vorher gar nicht bewusst. Dass er sich für die Natur, für DKMS einsetzt, auch für Tiere und bei jedem Shooting Bäume pflanzt und Geld spendet. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal damit beschäftigen ein bisschen und da solltet ihr auch noch einen Blick drauf werfen, dass das eine ganz, ganz gute Sache ist. Finde ich gut, Christian, wie du das machst und dass du so bist, wie du bist und dass es dich gibt. Also, hiermit bleibe ich dir in Erinnerung und euch allen Mädels, macht das, ihr werdet das euer Leben lang euch danken, dass ihr das gemacht habt. Bis bald. Tschüss.